Theoretiker, One Piece-Theorien und mehr. Jo Leute, heute habe ich ein kleines Video am Start und zwar eine kleine knackige Theorie zu Zorro und Mihawk. Und zwar habe ich die in der Form noch nicht auf YouTube gesehen. Erstmal vielen Dank an meinen Abonnenten, der mir das bei Instagram geschrieben hat. Vielen, vielen Dank an dich. Und jetzt erstmal zu der Theorie, Leute. Und zwar, die Theorie besagt, dass Mihawk der Vater von Zorro ist. Jetzt fassen sich alle an den Kopf und fragen sich, warum. Die haben noch 2 Jahre trainiert, wieso ist das nicht rausgekommen, wieso weiß man davon nichts und die haben keine Ähnlichkeit, Leute. Das ist mir klar. Aber erstmal, um das Logische abzuklären, ich komme nämlich gleich zu den Hinweisen, die wir haben. Das Logische, Mihawk ist 43 und Zorro ist 21. Also, es würde passen, Mihawk wäre dann so 22 gewesen, als er Vater gewesen wäre dann, wenn er der Vater von Zorro ist. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Theorie, Leute. Und zwar wissen wir ja alle, dass Oda sich mal gerne inspirieren lässt von Mythologie oder alten Geschichten aus der japanischen oder chinesischen Kultur, also auch griechischen Kultur oder auch römischen Kultur. Es gibt öfter Sachen, wo wirklich klare Referenzen sind aus unserer realen Welt, aus irgendwelchen Geschichten. Und da gibt es nämlich eine alte japanische Geschichte, Leute, die auch schon öfter verfilmt wurde. Und zwar handelt diese Geschichte von einem Schwertmeister, der Yakyu Mitsuyoshi heißt. Ja, Leute, das ist ein Zungenbrecher. Und der ist im japanischen Popkultur auch eher bekannt. Also auch wir hier kennen ihn natürlich nicht so in unseren Kulturkreisen, aber in Japan ist Yakyu Mitsuyoshi als Schwertmeister bekannt, Leute. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt und galt als stärkster Schwertkämpfer seiner Zeit, Leute. Und alleine das lässt einem so ein bisschen die Ohren schon spitzen. Und jetzt kommt auch zu der Theorie, warum Mihawk denn der Vater ist. Was hat das Ganze mit Mihawk zu tun? Ja, und zwar, Yakyu Mitsuyoshi hat sein Auge verloren, sein linkes Auge, während des Trainings mit seinem Vater. So, erstmal, das ist auch schon wieder so ein Hinweis. Training mit seinem Vater und Auge verloren. Ja, Zorro hat in den 2 Jahre Training auch sein Auge verloren. Und deswegen auch jetzt zu der Theorie, dass Mihawk sein Vater ist. Aber das war noch nicht alles, Leute. Denn Yakyu Mitsuyoshi starb 1650 bei einer Falkenjagd im Gebirge, Leute. Und das ist ja schon wieder so ein Thema. Falkenjagd im Gebirge, starb Yakyu Mitsuyoshi. Wird jetzt Zorro sterben, vielleicht in der One Piece Geschichte, im Kampf gegen Falkenauge? Nein, Leute, das würde keinen Sinn machen. Ich glaube, dass dieser Tod im Gebirge bei der Falkenjagd schon auf Zorro, wenn es denn eine Inspiration sein sollte, diese Geschichte, dann glaube ich, dass die Niederlage gegen Mihawk damals, die Zorro ja erlitten hat, das sein sollte, nämlich der Tod von Yakyu Mitsuyoshi im Gebirge bei der Falkenjagd, dass das sozusagen die Niederlage gegen Mihawk widerspiegeln soll. Jetzt ist die Frage, ob Oda sich wirklich inspiriert an dieser Geschichte oder ob das einfach nur, ja, eine japanische Geschichte ist von dem stärksten Schwertkämpfer, der damals gelebt hat, der sein linkes Auge verloren hat während des Trainings mit seinem Vater. Aber wenn es so ist, Leute, dann, also für mich macht diese Theorie schon Sinn, dass Mihawk der Vater von Zorro ist, weil der einzige Hinweis ist halt, dass dieser Yakyu Mitsuyoshi halt sein Auge verloren hat während des Training mit seinem Vater. Und wir wissen ja alle, Zorro hat nur mit Mihawk trainiert und es kommt kein anderer in Frage jetzt eigentlich für diese Geschichte als sein Vater. Deswegen, Leute, es gibt natürlich noch andere Charaktere, wie zum Beispiel, also ich habe sonst immer im Kopf Zorros Vater. Wenn ich an Zorros Vater denke, denke ich entweder vielleicht an den Shogun aus Wano Kuni oder eventuell sogar Kaido oder jemand aus Wano Kuni allgemein oder halt dieser eine Gorosei, der von den 5 Weisen, der mit dem Schwert, das wäre auch so ein Charakter, weil sie halt sich im Gesicht auch ein bisschen ähneln. Das Ding ist halt, dass Mihawk und Zorro sich im Gesicht so gar nicht ähneln. Also ich weiß nicht, als Mihawk jung aussah, also jung war, bei der Hinrichtung von Roger haben wir es zum Beispiel gesehen, da könnte man vielleicht sogar sagen, okay, die haben ein bisschen Ähnlichkeit, wirklich so ein bisschen, nur halt, dass die Haare schwarz sind. Aber wir wissen ja halt auch nicht, wie die Mutter von Zorro aussieht oder ausgesehen hat. Vielleicht hatte die ja komplett grüne Haare. Wir wissen es ja zum Beispiel mit Lissop. Seine Mutter hatte die ultralange Nase und deswegen hat er die lange Nase. Ich glaube nicht, dass der Vater auch so eine lange Nase hatte. Und deswegen, wir wissen halt nicht, wie die Mutter aussieht. Sie hatte wahrscheinlich die grünen Haare und sowas. Deswegen würde es Sinn machen, vielleicht wirklich, dass Mihawk der Vater ist. Warum er das nicht preisgibt, warum er das nicht sagt, ist halt so eine Frage. Ja, ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Mal so ein kleines knackiges Video zu der Theorie von Yakyu Mitsuyoshi und der stärkste Schwertkämpfer damals in der japanischen Geschichte, der auch wirklich gelebt hat, Leute. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sagt ciao und tschüss.